Hallo zusammen, ich bin Detonario und herzlich willkommen zu Super Mario Bros. Ja, ein absoluter Klassiker. Ich habe mich einfach mal entschieden, dazu ein kleines Let's Play zu machen. Einfach, weil das so ein, ja, eigentlich ein Kindheitsspiel ist. Das habe ich das letzte Mal gespielt. Ja, da war ich eigentlich extrem klein. Ja, es war einfach nur ein Hammer-Spiel und ich dachte mir, ich mache mal einfach ein kleines Let's Play davon. Und ja, ein Spiel von Nintendo, da steht ja auch 1985. Und genau, ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an, ne? Es gibt hier 8 Welten und jede Welt hat 4 Level. Ich schaue mal, wie ich das dann mit dem Aufnehmen mache, ob ich dann einfach, ob ich da mehrere Welten gleichzeitig aufnehme oder einfach immer nur pro Video eine Welt. Mal schauen. Ich spiele das Ganze auf einem Emulator von also der Emulator heißt Mesen und genau, dann habe ich dann einfach die ROM-Datei installiert. Genau. Ja, ich würde einfach mal sagen, ne? Wir fangen mal an. Let's go! So, und ich hoffe, dass ich auch die Steuerung richtig eingestellt habe. So. Erste Level immer sehr, sehr easy. Genau, hier könnte man eigentlich noch reingehen, aber ich glaube, das geht sowieso nicht mehr. So, und hier ist noch ein Stern. Ja, und die Grafik. Also dieser 8-Bit-Style gefällt mir schon echt gut. Also das hat dann schon was sehr Spezielles. So, haben wir das erste Level auch gleich schon geschafft. Oh, okay. Gut. Das ging dann wohl schnell mit dem Power-Up. So, erstes Level geschafft. Wunderbar. Und ab in den Untergrund. Was mir auch aufgefallen ist, also die haben hier wirklich für den Untergrund haben die wirklich kein Hintergrundbild genommen. Der war einfach nur eine schwarze ja, ein schwarzes Bild einfach reingeklatscht. So, und ab mit dir. So, ich glaube, hier war auch noch mal ein Stern. Ups. Bitte einmal durch, dankeschön. Komm mal hier. Oh, fuck. Ah, doch so, oder? Jawohl, nice. Uff. Achso, ja, ich glaube hier. Hier geht's auch nochmal rein. Mit ein paar Coins. Und ganz ehrlich. Also ich glaube, ich werde auch hier auch alle Coins sammeln, mehr oder weniger, weil. Ich glaube, das werden wir nicht bereuen, wenn wir hier alle Coins sammeln. Es ist zwar ein altes Spiel, aber viele alte Spiele sind trotzdem noch schwierig zum Spielen. Ich denke mal, vor allem heute. So, hier oben wäre dann noch ein Secret Exit, also da oben. Und da kann man dort rechts zu den Welten 2, 3 und 4, aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Weil, ja. Weil ich einfach das ganze Level sehen möchte. So. So, da rechts hat man nochmal die Röhre gesehen. Okay. Zweites Level auch geschafft. Ja, ich muss mit der Steuerung nochmal schauen. Ich glaube, ich habe da irgendwas nicht so eingestellt, wie es sein sollte. Mal schauen. Ach so, ja. Ich spiele das Ganze auf der Tastatur.
Das würde ich jetzt auch niemandem empfehlen, aber wenn man gerade keinen Controller hat, dann. Oh! Ja. Und so schnell kann's gehen. Oh je, meine, oh je, meine. Okay. Oh, ein Checkpoint? Echt? Gab es wirklich Checkpoints? Mein Gott, so lange ist es her, dass ich das nicht mehr weiß. So. So, geschafft, geschafft. Also, wenn ich in der Luft bin, dann. Wenn ich in der Luft bin, dann rennt er manchmal nicht. Keine Ahnung. Ich muss da nochmal schauen. Also, ich glaube, ich muss da nochmal ein paar Tasten einfügen. So, das erste Castle sieht auch schon echt, echt, oh Gott, echt, echt nice aus. Oh, nein! Oh Gott. Das kann lustig werden. So, langsam, langsam. Oh Gott. Ach so, ja, hier gab es dann immer so noch so unsichtbare Blöcke. Keine Ahnung, was das sein soll, aber. Vielleicht einfach kleine Hindernisse oder so. Oh Gott. Okay, gut. Nice! Geschafft, geschafft. So. Und die zweite Welt. Aber ich muss mal ganz eben irgendwas bei der Steuerung schauen. Ich bin gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder. Also mit der Steuerung ist eigentlich alles in Ordnung. Und wir können weitermachen. Zweite Welt. Let's go. Oh, hier ist die Textur sogar. Also der Hintergrund hier einfach im Block drin. Okay, sieht auch noch lustig aus. Viele Münzen hier. Wie gesagt, die werden wir dann vielleicht sogar mal brauchen für ein One-Up. Oh, was war das denn? Das war gerade ein komischer Sprung. Ach, was mache ich? Ach, ich bin auch ein Idiot. Warte, gab's hier? Oh, tatsächlich. Mein Gott, ich habe echt gute Instinkte, ne? So. Bonuslevel. Oh, nice. Genau, was wir gebraucht haben. Genau, was wir gebraucht haben. Let's go. Richtig, richtig gut. So. Ach so, okay. Da sind wir wieder. Und wir werden mit den neuen Münzen begrüßt. Also, ja, ich hoffe wirklich für jeden, der Spiele mag, dass er vielleicht das mal gespielt hat, weil. Mein Gott, das ist einfach nur ein Klassiker, wirklich. Es gibt ja auch noch die, oh Gott. Ja. Ach, so geht das, okay. Es gibt ja auch noch die, die All-Stars-Version hier von Super Mario Bros. Und die sieht dann auf jeden Fall schön aus. Ich glaube, die ist dann im 16-Bit oder so, oder 32-Bit, keine Ahnung. Die würde ich dann vielleicht auch mal spielen. Aber da schaue ich noch. Oh, ein Wasserlevel. Wir lieben doch Wasserlevel, oder? Es gibt doch nichts Schöneres. Also ein tolles, schönes Wasserlevel. Was? Die gehen durch die Blöcke durch? Oh Gott, oh Gott. Oh ne. Oh Gott. Weg, 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 weg. Warte mal. Gibt's hier echt keine Fragezeichenblöcke? Ernsthaft? Ah ja, stimmt. Man wird ja manchmal auch nach unten gezogen. Von
Auch so, wenn ich X gedrückt halte, dann kann ich einfach so schwimmen. Man wird ja auch manchmal von diesen Wasserströmen nach unten gezogen. Was auch noch cool gemacht ist. Was, das war alles? Okay, dann war das wirklich doch so simpel. Okay, krass. Aber gut, besser für uns. Ich mag keine Wasser. Wir sind zwar schön und cool, aber... Ah, vor allem mit dieser Steuerung nicht immer lustig. So. Und wieder in den Bergen. Das sind aber interessante Berge. Mit diesen tollen fliegenden Fischen. Springenden Fischen. Kann man auf die drauf springen? Ich will es gar nicht testen. So. Okay, ja, so weit geht's ja noch. Oh Gott. War's das? Das war's. Ach. Perfekt. Und das zweite Castle, los geht's. So. Und die Musik, ich meine, come on, die Musik. Die Musik, Freunde. Einfach nur herrlich. Oh Gott. Weg. Was ich auch manchmal so als Hobby spiele, ist, Oh Gott. Ist Super Mario Bros. X. Aber das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Aber es ist auf jeden Fall ein Fangame. Was bist du denn, wenn ich... Ach so, okay. Okay, da kommen ein paar Feuerbälle hier. Okay, da sehe ich ein paar Bricks. Da ist nicht so gut. Okay, einfach durch. Oh! Was? Was ist gerade passiert? Okay, ich glaube, das muss ich mir nochmal anschauen. In Slow Motion nachher, in der Wiederbearbeitung. Krass. Bin ich einfach den... Ich wollte eigentlich über den drüber springen. Und dann bin ich einfach... ja, bin ich einfach unten durch. Okay, aber ich denke mal, das war's erstmal. Das waren jetzt zwei Welten. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann im zweiten Part wieder, ne? Also, danke fürs Zuschauen und bis dann.